Das städtische Rathaus gegenüber dem Kaisereck wurde 1950/51 erbaut. Sein Bewacher, Kaiser Friedrich II., thront in Sandstein gehauen an der linken Ecke des Gebäudes. Er hat Annweiler 1219 die Stadtrechte verliehen. Die Figur wurde von Otto Rumpf, Sohn des bekannten Bildhauers Gernot Rumpf, geschaffen. Im Ratssaal befindet sich ein Fresko des Malers Adolf Kessler aus dem Jahr 1953. Es zeigt den Einzug des Kaisers Heinrich VI. In Palermo und die Verleihung der Stadtrechte. Der Künstler hat in dem Fresko auch Personen der Zeitgeschichte verewigt, zum Beispiel den damaligen Stadtbürgermeister. Der Ratssaal und das Fresko sind im Rahmen einer Stadtführung zu besichtigen. Weitere Fresken von Adolf Kessler befinden sich in der katholischen Kirche St. Josef an der Saarlandstraße und im Hohenstaufensaal an der Landauer Straße. Sie sind im Rahmen einer eigenen Freskenführung zu sehen, wie etwa bei Gästeführerin und Wein- und Kulturbotschafterin Iris Grötsch. Die Fresken von Annweiler stellen die Geschichte der Staufer dar. Der damalige Künstler Adolf Kessler aus Gottramstein schuf Fresken von besonderer Art. Ein Fresko, das bedeutet Malerei auf der noch frischen Unterlage von Sand und Kalk, die auf die Wand aufgeführt wird. Dafür braucht man ein geübtes Auge. Der Künstler muss bei den Farben voraussehen, wie die Hellungsgrade sind. Die Farben beim frischen Fresko verblassen nicht. Die ersten Freskenmalereien gehen auf ägyptische, etruskische und pompeianischen Ursprung zurück. Diese Technik brachte Kessler von seinen Aufenthalten in Österreich und Italien mit nach Deutschland, hier in die Pfalz, und malte in öffentlichen Gebäuden Geschichte an die Wand. Im Hohenstaufensaal erzählt eine Gesamtschau von Bildern über den Stauferkaiser Friedrich II., dessen Sohn Heinrich VII., sowie das Rittertum im Mittelalter. Im Jahre 1952, als das Rathaus hier nach der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs neu errichtet wurde, bekam Kessler erneut den Auftrag von der Stadt, ein Fresko zu malen. Es zeigt das große Ereignis, die Stadtrechtsverleihung von 1219, mit Kaiser Friedrich II. Und ein Fresko, den Einzug seines Vaters, Kaiser Heinrich VI. In Palermo. Kesslers letzter Auftrag der Stauferfresken war 1956 in der katholischen Kirche St. Josef. Hier malte er die Chorwand mit geistlich-religiösen Themen der Hohen Staufenzeit aus. Es stellt den Aufbruch zum Zweiten Kreuzzug sowie den Pilgerzug zum Trifels mit dem Kaiserpaar auf der Burg und die Schatzkammer mit ihren Reichskleinodien dar. Mit diesen Szenen schließt sich der Kreis um die Geschichte des Trifels. Der Rathausplatz ist nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg 1944 neu entstanden und wird von Häusern mit Arkadenfront gesäumt. Ein Brunnen vermittelt einen geschäftigen Eindruck, da wird Wasser geschöpft, ein Lohgerber tritt in die Eichenlohe und man sieht einen Stadtwächter und einen Leinenweber. Die Figuren stammen von dem Gräfenhausener Künstler Karl-Heinz Zwick. Über dem Rathausplatz erhebt sich die protestantische Stadtkirche.